Hi und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Trades auf Kurz die Leute. Da sind wir wieder in Legrom an Tag 2 unserer Field Study. Ja, ich habe mir gedacht, jetzt hier schön, während meine Lasagne im Ofen warm wird, eine halbe Stunde Zeit, was machst du so Schönes? Nimmst du noch ein paar The Legend of Heroes auf, klar, was auch sonst, ne? Dementsprechend, wir haben eine halbe Stunde und haben zwei Quests zu erledigen. Für eine mussten wir in die Kirche, richtig? Ja. Und die andere war wieder auf dem Highway und ich schätze mal, wir sollten irgendwie Materialien für jemanden besorgen. Also müssen wir da wahrscheinlich auch auf den Highway für gehen, denke ich einfach mal. Richtig, eine der Schwestern hier wollte was von uns. Oh, hallo ihr alle. Guten Tag, Schwester Teramis. Hast du dich schon an Legrom gewöhnt, während ich weg war? Habe ich. Jeder war hier so nett zu mir. Das Einzige, woran ich mich noch nicht so ganz gewöhnen kann, ist Vater Hamilkars Art und Weise, seine Arbeit anzugehen. Das ist verständlich. Er nennt aber ein paar gute Punkte. Wirklich? Ich habe ihn noch nie wie einen verantwortungsvollen Erwachsenen sich verhalten sehen. Wir sollten aber darüber wahrscheinlich jetzt nicht reden. Ich schätze mal, ihr seid alle wegen meiner Anfrage gekommen, richtig? Richtig. Erzählst du uns mehr darüber? Du möchtest eine Gabe machen oder sowas. Das ist richtig. Ich brauche ein paar Items, die ihr für mich sammeln könnt oder müsst, damit ich das machen kann. Habt ihr jetzt die Zeit, das für mich zu machen? Ich verstehe, falls ihr keine Zeit habt. Doch, klar. Klar. Wir kriegen dich irgendwie mit rein. Vielen Dank. Also, erlaubt mir, dass ich euch sage, was ihr tun müsst. So wie Lady Laura es schon weiß, ist es hier ganz normal für die Leute in Legrom, dass wir eine Gedenkfeier für St. Sandlet und die Eisenritter jedes Jahr veranstalten. Und die Zeit, in der wir das machen, kommt jetzt gerade immer näher. Das hört sich noch ordentlich Arbeit an. Nun, das ist nicht wirklich ein Event, wo viel los ist. Dieses Event ist mehr oder weniger dafür da, die mutigen und tapferen Krieger zu ehren, die damals im Krieg der Löwen ihr Leben gegeben haben. Wird die Kirche dieses Event leiten? Ich hätte nicht gedacht, dass die Kirche so eine Art von Event leiten würde, da sie doch eher einen starken Glauben in den Animismus haben. Nicht wirklich, die Kirche hilft nur ein bisschen dabei. Animismus hat viel tiefere Wurzeln als nur hier in der Kirche. Also ist es nur natürlich, dass wir das respektieren. Legrom scheint in der Hinsicht so ähnlich zu sein wie der Norden. Ja, dort wird Animismus... Ich spreche das jetzt auch weiterhin Animismus aus, ich weiß nämlich nicht, was das auf Deutsch heißt, aber... Ich denke mal, man kann es wahrscheinlich auch Animismus nennen. Man glaubt im Norden so sehr daran wie hier. Und außerdem glauben auch beide Seiten weiterhin an die Lehren der Kirche. Nun, die Kirche hat niemals die Existenz von Geistern verneint, immerhin. Das ist meiner Meinung nach einer der Gründe, warum sie es schaffen, über den ganzen Kontinent weiterhin zu unterrichten. Ich schätze mal, Adios hat ein großes Herz für uns alle, hä? Richtig. Um zurück zum Thema zu kommen. Ich wurde gefragt, ob ich auch etwas für diesen Service darlegen kann. Oh? Ist das dein erstes Mal? Ja, ist es. Deswegen möchte ich ein bisschen vorher üben, bevor wir dort tatsächlich zu dem Event kommen. Also möchte ich, dass ihr all die Zutaten, die ich dafür brauche, sammelt. Ah, so ist das also. Was genau machst du denn eigentlich? Ich werde Brezeln herstellen. Ach, diese Brotdinger, die so aussehen, als wären sie in der Mitte so zusammengeknotet, richtig? Richtig. Allerdings werden die Brezeln, die man hier macht, für dieses Event, die werden in Form von dem Geistermonument hier hergestellt. Ich schätze mal, du meinst diese mysteriös aussehende Statue in der Mitte der Stadt. Genau das, ja.
Die Brezeln sind hier eher härter gebacken, damit sie länger halten. Es wird sogar gesagt, dass die Eisenritter sie mit auf ihre Feldzüge genommen haben. Als Ration. Dann macht das wohl Sinn, warum du Brezeln anbietest. Das ist ein faszinierendes historisches Ereignis. Nun, ich hätte auf jeden Fall gerne mal die Chance, Erebonians höchst hochgelobte Brezeln selbst zu sehen. Was für Zutaten brauchst du denn von uns? Ach ja, richtig, fast vergessen. 5 Herzpuder, 5 Clear Gelatins und etwas, was nur zu bestimmten Jahreszeiten wächst, was man weiße Samen nennt oder sowas. Oder weißes Gras eher. Nun, es sollte nicht zu schwer sein, einfach ein paar Monster zu killen, um dieses Zeug zu kriegen, oder? Aber was genau ist denn dieses weiße Gras? Laut Vater Hamilkar ist das eine besondere Pflanze, die nur hier wächst. Leider sind wir momentan gar nicht, befinden wir uns momentan nicht in der Zeit, wo sie normalerweise wachsen würden, deswegen hat kein Laden sie. Ach, ich denke, das wird glücklicherweise relativ einfach sein. Der Koch bei uns zu Hause sollte definitiv welches haben. Oh, das nimmt mir etwas Last von den Schultern. Okay, dann lasst uns anfangen zu sammeln. Also sollten wir als erstes nach Lauras Zuhause gehen oder auf den Highway? Für mich ist beides okay, wir müssen sowieso zu beiden. Vielleicht aber auch nicht. Schauen wir doch mal, ob wir, wie viel von dem, was wir brauchen, wir schon haben. Wir haben nämlich 20, Kuma, wir haben nämlich 20 Hearty Powder und 24 Clear Gelatin. Wir haben diese ganzen Monster Ingredients schon. Dadurch, dass wir halt so viele Monster schon gekillt haben und diese Zutaten noch nicht so wirklich ausgegeben haben. Und dementsprechend ist alles, was wir jetzt noch brauchen, eigentlich nur noch von Lauras Koch. Die letzte Zutat, und zwar diese Weizen-Samen-Dinger. Hallo Lady Laura, brauchst du etwas von mir? Ich möchte dich um etwas bitten, wenn ich darf. Hast du vielleicht gerade ein paar weiße Samen zur Hand? Natürlich. Es wäre doch komisch, wenn ich keine dabei hätte. Ich habe immer welches auch auf Lager und sorge dafür, dass wir niemals gar keins mehr haben. Also, wie viel brauchst du? Ich kann dir eine ganze Palette geben, wenn du brauchst. Ich denke, so viel werde ich nicht brauchen. Na, dann wird wohl ein kleiner Sack reichen, ha? Huh? Okay, ein kleiner Sack weißer Samen hört sich wirklich falsch an. Sorry, Leute. Dankeschön. Ja, klar, Lady Laura, gerne. All die Leute hier lieben sie, nicht wahr? Ja, stimmt schon. Eieiei. Ja, dann kann sie jetzt ihre Brezeln in Form von dieser Steinstatue hier machen. So sehen die Brezeln also aus, ja? Krass. Nur wie das Symbol in der Mitte oder wie das gesamte Ding hier? Wie diese Spitze oben? Das ist so die Frage, die ich mir gerade stelle. Werden wir vielleicht noch sehen. In jedem Fall müssen wir nicht extra Monster killen gehen, weil wir haben schon alles, was wir brauchen jetzt. Von daher. So, wir haben alles. Hallo, habt ihr alles, was ich brauche? Haben wir hier. Oh, und hier sind die Weizen. Ja, die weißen Samen. Vielen Dank, das sollte ausreichen. Könntet ihr bitte draußen warten, während ich das hier alles zusammenmische und fertig mache? Schwester Tiramis hat die Brezeln gebacken und jedem auch etwas davon abgegeben. Wie schmecken sie? Ich bin ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Also auf eine gute Weise. In der Tat, die sind wirklich besser, als ich gedacht habe. Lecker und machen satt und sind kostenlos. Daran zu denken, dass die Eisenritter solche Art von Essen gegessen haben, um immer weiter kämpfen zu können. Irgendwie bewegend. Irgendwie schon, ja. Oh, vielen Dank. Was denkst du von ihnen, Lady Laura? Oh, tut mir leid. Ich war so in den Geschmack vertieft, dass ich vergessen habe, etwas zu sagen. Sie sind sehr lecker.
Wenn ich nicht gesehen hätte, dass du sie selber gemacht hast, dann hätte ich denken können, dass sie von einem professionellen Koch wie zum Beispiel Joseph gekommen wären. Vielen Dank für die Chance, sie auszuprobieren. Puh. Hey, Laura. Hm? Wir haben noch etwas Zeit, bevor die Gedenkfeier stattfindet. Aber wie wäre es, wenn wir jetzt zu St. Sendlers Statue gehen und ein paar von ihnen anbieten? Hm, das ist okay, ja, das mag ich. Es gibt keine Limitierung, wann man etwas anbieten kann. Wäre es okay, wenn wir ein paar von ihnen mitnehmen, Schwester? Ja, na klar, das ist kein Problem. Es wäre doch gemein von uns, wenn wir sie alle für uns selbst behalten würden. Bitte, nehmt welche mit. Dann lasst uns mal loslegen. Jetzt haben wir Brezel-Power, yay! Okay, dann ist unsere Quest noch nicht ganz abgeschlossen. Wir müssen noch eine Brezel darlegen, darbieten. Und ich schätze mal, das machen wir ja, genau, hier unten bei den Eisenritterstatuen. So, fertig. Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubern wird. Jetzt müssen wir nur noch beten. Gibt es irgendwelche besonderen Anforderungen fürs Beten? Nicht wirklich. Aber normalerweise ist man leise, während man betet hier. Wupp, wupp, dann lass uns mal anfangen zu beten. Oh, tut mir leid, ich war so konzentriert aufs Beten, dass ich vergessen, dass ich aus Versehen meine Luft angehalten habe. Hä? Macht ihr noch weiter? Ach, es war ein schwerer Kampf, auch nur für eine einzige Minute ruhig zu sein, aber leider bleibt der Sieg weiterhin verloren. Sei doch nicht so harsch mit ihr. Nun dann, sollen wir zurück zur Kapelle? Ja, wir sollten Schwester Tiramis sagen, dass wir es gemacht haben. Vielen Dank für eure Hilfe, ihr alle. Ich wollte nicht, dass ihr den ganzen Weg wegen mir laufen müsst. Tut mir leid. Nein, das ist kein Problem. Wir sind immer froh, wenn wir helfen können. Ja, noch nie einen Job gemacht, wo Brezel die Bezahlung war, aber es war auf jeden Fall die Sache wert. Sie waren wirklich lecker. Wenn die Darbietung, die du für den, wenn du die Darbietung, die du für den Service machst, doch nur halb so gut ist, dann hast du nichts zu befürchten. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um dafür zu sorgen, dass das der Fall ist. Ach ja, und ich habe noch die Belohnung für euch, dass ihr mir geholfen habt. Es ist nicht viel, aber bitte nehmt das an euch. Ja, danke. Vielen Dank. Wir werden sie zu gutem Nutzen packen. So, damit haben wir schon mal eine Aufgabe erledigt. Yep, direkt zur nächsten. Ich meine, das hier war natürlich eine zusätzliche Quest, also eine, die man nicht machen muss. Aber ich wollte sie halt auf jeden Fall machen. Oh, heute ist auch auf dem Highway viel, viel klarer als gestern noch. Schau mal, sieht so aus, als ob der ganze Nebel sich verzogen hätte. Ja, ist viel einfacher, jetzt alles hier zu sehen. Total, ich konnte gestern nicht mal die Hand vor meinem Gesicht sehen. Nun, immerhin müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir heute uns verirren. Wir finden vielleicht heute alternative Routen, die wir gestern übersehen haben. Ja, das ist sehr wahrscheinlich. Nach denen sollten wir Ausschau halten, während wir nach dem Biest gucken, was wir besiegen sollen. Ja, und ihr seht tatsächlich, dass es wirklich der Fall ist. Laufen wir nämlich den ganz normalen Weg weiter, finden wir nicht das zusätzliche Biest, deswegen haben sie es ja auch gerade nochmal gesagt, sondern wir müssen einen anderen Weg gehen, einen, den wir vorher noch nicht gegangen sind. Okay, ja, of course. Ja, okay. We have nothing to fear. Right. Da konnte ich jetzt leider nichts mehr machen. I'll hit. My turn. Okay.
The battle's over, but stay. Meine ganze Kampforder ist komplett im Arsch, kann das sein? Eigentlich war nämlich statt Juices dann Milliam noch drin und die sind auch eigentlich verlinkt gewesen, alle hier. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr der Fall ist, aber okay. Genau, diese Route hier. Ich glaube, die war vorher auch gar nicht da. Also ich weiß gar nicht, ob man hier schon... Ob ich das wirklich einfach nur übersehen habe oder ob man hier tatsächlich vorher schon langgehen konnte, keine Ahnung. Also ob das Spiel einen jetzt hier verarscht oder ob die Route wirklich vorher nicht da war. Ich weiß nicht mehr so genau. We should keep going. In jedem Fall möchte das Spiel ja auch erst jetzt, dass wir hier langlaufen, weil jetzt ist es wieder klar. Jetzt sehen wir hier erstmal ein bisschen was. Oh, und ich laufe, by the way, gerade sogar vollkommen falsch. Ich Trottel. Wo wir tatsächlich langlaufen sollen, ist eigentlich hier, oder? Aber hier ist ein Stamm im Weg. Sieht so aus, als wäre da hinten auch ein Weg. Den habe ich gar nicht gemerkt, als wir hier gestern vorbeigelaufen sind. Ja, dass sich der Nebel jetzt verzogen hat, ist es einfacher, die anderen Wege noch zu sehen. Ich glaube, dass dieser Weg hier führt auf den Gipfel des Bergs. Wir müssen aber wahrscheinlich erstmal was mit diesem umgefallenen Baumstamm machen, bevor wir da weitergehen können. Lemmy könnte das Ding zerschlagen wie ein Zahnstocher. Dann werden wir das schwere Tragen einfach dir und Lemmy überlassen. Ich hoffe, das stört dich nicht. Kein Problem. Charaktere mit Strike-Type Field Attacks vom B-Rang oder höher können runtergefallene Baumstämme und sowas zerstören. Richtig, genau. Ach so, ja, klar. Bam. Lemmy. Ja, my turn. Hat die Macht. Laura müsste eigentlich dazu auch in der Lage sein, da sind wir mal ehrlich. Now's our chance. Let's smash him. Go. My turn. Eigentlich müsste die mit ihrem fetten Schwert auch in der Lage sein dazu. Yeah, you didn't stand a chance. Making progress. Und jetzt sind wir aber wirklich auf dem Weg, den wir vorher nicht gesehen haben. Oh, that one looks tough. This will be fun. Yeah. My turn. My turn. Boah, sogar mit Crit. My turn. Right. We should keep going. Von der Stärke sind wir schon gut mit dabei. Bossgegner bleiben aber nach wie vor eine echte Challenge, muss man schon sagen. Hey! Ha! Ha! The advantage is ours. Go. Wir sollten CP sammeln. My turn. Off guard. Got him. Definitiv CP sammeln. Achso, wir brauchen ja im Übrigen jetzt auch nicht mehr das Ding, was Faint prevented, richtig? Jetzt überlege ich halt wirklich gerade, ob wir vielleicht statt dem, was wir vorher hatten, das war glaube ich das hier, ne? Swordtail Badge, ob wir dafür den Gladiator Belt nehmen. Machen wir, glaube ich, wirklich. Weil Reen ist so der CP-Up-Dude. So, ich glaube, das dürfte so ungefähr die Items gewesen sein, die wir vorher ausgerüstet hatten. Passt. Oh wow, there's a river out here. Oh, das sieht wirklich geil aus hier, holy shit. I remember playing in this river when I was young. Ja, das ist einfach... Also Le Gram und Umgebung sind der geilste Ort im Game. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Trista ist jetzt, kommt direkt danach und ist auch geil. This one looks dangerous. Be careful. Le Gram gefällt mir super, super gut. My turn. It's my turn. Right, huh? Yes, sir. Go. So, an dem Viech hier können wir richtig, richtig geil unsere CP wieder hoch machen. Guck mal, wie viele CP Reen einfach wieder bekommt so. That's the power of the eight leaves. Oh, that's a beautiful looking treasure chest.
300 von jedem, Dankeschön dafür. Und Dawn Boots. Oh ja. Und warte mal, sind die Dawn Boots besser? Was Strength angeht? Nee. Lady-Lady-Strägers sind krass, was Stärke angeht, right? Oh, aber die Sträger A1 sind ja noch geiler. Also was Defense angeht zumindest. Vielleicht kriegt Millium die. Für ein bisschen mehr Defense. Weil eigentlich ist, also momentan ist Millium am ehesten die so tanken soll. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Ja, okay, wollen wir mal ohne versuchen? Wir versuchen mal ohne S-Kraft. S-Kraft, S-Kraft. So, Gale. Go! An opening! My turn! Zwar mit Brilliant Spin. Zack! Okay! My turn! Und das funktioniert tatsächlich auch. Here I... Well, that's that. Let's get going. I did it! Oh, diese Route ist so geil. Wir laufen gerade Legend einfach so den Berg hoch, ne? Wir laufen wirklich gerade den Berg hoch und dann immer mit Brücken hier über dem Fluss. Now's our chance. Here we go. Auch das Gebiet hier drumherum ist halt auch einfach so geil. Of course. Off guard. Got you. Ich glaube, diese zusätzlichen Slashes, wenn dein Link irgendwie anspringt, ne? Also diese Supporter-Dinger. Die sind, glaube ich, nicht anfällig. Also ich glaube, da kann man gar nicht missen. Egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Gegner ausweicht. Diese Viecher hier haben extrem hohe Wahrscheinlichkeit, auszuweichen. Aber wenn wir so einen Assist-Angriff haben, dann trifft er trotzdem wirklich immer, ne? Ich glaube, da kann man dann gar nicht verfehlen. Finde ich natürlich ganz gut. Das ist für uns von Vorteil, auf jeden Fall. The advantage is ours. Of course. Here we go! Here I... Don't mess with us! I've only just... Nice! Laura ist noch ein bisschen stärker geworden. Ist jetzt wirklich kurz vor 1000 Strength. Oh, it's so cool here, you'd hardly believe it's summer! The weather's pleasant today. A fine wind blowing too. Ja, und guck mal auch die Aussicht von hier oben. Das ist gigantisch. Das ist echt gigantisch. The advantage is ours. My turn. Go! An opening. My turn. Yes, sir. Okay. This is it! Gotcha! Of course! Yeah. Here we go! Here I go! Yeah! You didn't stand a chance! Ich hatte gedacht, man hat hier vielleicht noch einen ganz nicen Spot zum Angeln oder so. Das wäre cool gewesen. Ach guck mal, und hier führt der Weg wieder... Ah, ich verstehe. Here können, I go! Hier können wir direkt mal eine Verbindung go. Zu dem anderen Weg schaffen. Hier führte die ganze Zeit, wo wir langgelaufen sind, noch einen Weg oben weiter, den man auch... Also den, das hat man wirklich durch den Nebel überhaupt nicht gesehen, ne? Das hier oben, alles mit dem ganzen Wasser auch, das hast du durch den Nebel überhaupt nicht gesehen, das gebe ich zu. Okay, Leute, hier ist der Bossgegner, den wir im nächsten Part besiegen werden, denn meine Lasagne ist fertig, also bedanke ich mich recht herzlich fürs Einschalten. Es bleibt spannend, mal schauen, ob er stärker oder vielleicht sogar schwächer ist als der Steinhai aus dem letzten Part. Wieder einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao.